Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Schatzi hat uns wieder was geschenkt. So. Puh, es ist schwierig bei der Hitze herumzulaufen, aber aufhören werde ich trotzdem nicht. Ja, es ist Sommer. Gibt aber einen guten Morgenküsschen für einen guten Start in einen neuen Tag. So viel Zeit muss sein. So, dann können wir gucken, dass wir jetzt in die Minen gehen, in die Ruinen da oben. Dass wir alles kriegen, was wir brauchen. Ja, weil wir brauchen Eisensulfat. Und die wollte ich. Und das kriegen wir nur dort. Und dort kriegen wir dann hoffentlich auch das Salpeter-Dings da. So, 300, jawohl. Zahlen wir natürlich. Sonst kommen wir da nicht arg weiter. So, F. Da ist was. Graben wir uns mal dahin durch. Indem wir die Spitzhacke auswählen. So. Manganerz, das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe auch, dass wir das Salpeterzeugs kriegen. Und da brauchen wir viel, viel Geld. Weil wir das Grundstück vergrößern müssen. Ja, und wir haben ja in der vorletzten Folge unseren Stall gebaut, ne? Da muss ich ja nachher nochmal nach den Tierchen gucken. Muss man sich jetzt auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ein Schläger. Du Schläger, du. Na. So. Woher können wir gerade das Eisenerz abbauen, wenn wir schon hier sind? Wegen dem bin ich ja auch gekommen. Dass wir das mitnehmen. Eisenerz und Zinnerz. Und Salpeter bräuchten wir halt, ne? Das ist noch so unser Schwachpunkt im Moment. Oder kann ich Salpeter bei der Kirche kaufen? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Weil das, was da drin stand, jetzt Steinabbau, das hat ja noch nicht so funktioniert. Nicht so dolle jedenfalls. Deswegen, sind wir ja auch hier. So. Nehmen wir mal das Eisen alles mit. Dass wir da ordentlich haben. Dass wir da genug Stahlbarren wieder machen können. Tadam. So. Wo müssen wir eigentlich hinbuddeln? Wo ist unser Ziel? Da oben. Mal ein bisschen husten müssen. So. Wo graben wir als nächstes hin? Da. Im Prinzip ist ja egal, man weiß ja eh nicht, wo man rauskommt oder was man da findet.
graben wir halt einfach mal in irgendeine Richtung, wo irgendwas ist. Schmiermittel, das brauchen wir. Da ist noch was. Da kommen wir nur nicht hin. Kann ich da drunter durchbuddeln? Nö. Nöbbedinöb. Da ist wieder das komische Ding im Weg. Gut. Halten wir mal nach was anderem Ausschau. Graben halt in die Richtung. In der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Soldat mit Zepter. Da ist der Teil, an dem wir nicht drankommen. Sonst haben wir nichts, dann graben wir einfach mal irgendwo hin. Und probieren später nochmal. Ob uns dann irgendwas vor die Linse kommt. Nö. Immer noch nicht viel mehr, aber dann nehmen wir halt einfach das Eisen hier mit. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. So viel ist schon mal sicher. Und Bleierz ist auch kein Fehler. So. Zack, zack, zack. Einfach mitnehmen, was geht. Graben wir uns hier durch den Felsen. Sehr gut. So, haben wir noch irgendwas in direkter Nähe? Nein, dann machen wir jetzt auch Feierabend hier. Und gehen wieder heim. Ich bezweifle, dass wir Salpeter gekriegt haben. Sehen wir aber ja gleich. Hopp. Schön wäre es, aber wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Aber probieren geht über studieren. Zumindest haben wir jetzt genug Eisen. Das ist ja auch schon mal viel wert. Sonst haben wir hier unseren Salpeterbaum. Da müssen wir da nochmal. So, das brechen wir ab. Und machen dafür. Eisen brauchten wir, ne? Was brauchten wir? Du. Stahlrahmen brauchen wir Carbonstahl. Und da brauchen wir Stahlplatten und auch Carbonstahl damit. Okay. Gut. Carbon. Mach mal die 12. Da ist Bambus-Papaya. Da haben wir die Flaschenzüge. Brauch noch ein bisschen. So. Bei euch sagen wir auch gerade mal Hallo. Die freuen sich immer so süß, wenn man sie streichelt. Schön. Benzin aufgebraucht. Tanken wir natürlich auf. Und fertigen noch weitere Kupferbarren. So. Tanken wir auch auf. Und da fertigen wir auch noch weitere Bronzebarren. Wie sieht es bei dir benzintechnisch aus? Tanken wir auch mal auf. So. Benzin aufgebraucht. Ups.
Dann darfst du gleich auch noch weitere Holzdielen fertigen. So. Kannst du irgendwas? Dressing, brauchen wir Eier für. Da brauchen wir Ei für. Der braucht noch 4 Tage. Wie viel Zeit haben wir denn? Für die Mission. Baukran. 25 Tage, da haben wir noch 7 Tage. Okay, das reicht auf jeden Fall. Flaschenzug, den haben wir doch schon. Die können wir auf jeden Fall schon mal... Die Kiste habe ich immer noch nicht geöffnet. Ich hatte hier doch gerade... Wo sind die denn hin? Ich hab doch Flaschenzüge, da sind sie doch. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. So. Die können wir schon mal platzieren. Die hätten wir. Stahlkabel 5 Stück, Stahlrahmen 3, Eisenholzdielen 4. Eisenholzdielen haben wir doch auch. Und Stahlkabel habe ich doch auch schon gesehen. Haben wir nur nicht dabei, okay. Die Eisenholzdielen. Stahlkabel. Tüdelü, wo ist es denn? Die braucht man, aber nicht im Inventar. Fertige Produkte. Boden Storage. Da können wir schon mal die Steine unterbringen. Und den Fisch, den brauchen wir dann nämlich doch nicht. Wobei, der ist ja eigentlich Nahrung, ne? Der gehört ja gar nicht hier rein. Nahrung. Da gehört der Fisch hin. Was ist das? Ingwer. Zähle ich auch mal als Nahrung. Honig, haben wir hier auch noch Nahrung? Ja, haben wir. So, Pigmente können wir, oh, das können wir auch noch öffnen. Pflanzen. Zähle ich die auch mal dazu? Oder haben wir noch einen Fisch vergessen? Holz. Holz. Das ist fertig. Da ist noch ein Fisch. Was machen die ganzen Fische denn da? Tidi. So, fertige Produkte. Da haben wir nochmal Bronzebarren, Bronzerohr. Das war's, glaube ich. Allerlei. Da haben wir die hier. Pflanzen fällt das noch mit runter. Würmer. Würmchen haben wir doch noch. Das ist nochmal ein Fisch. Und noch einer. Hallo? Was macht ihr denn alle da drin? Stoffmaterialien. Oh, der Fisch passt nicht mehr rein. Okay. Dumm gelaufen. Da haben wir noch das Leder. Und Rohstoffe. Da haben wir hier die ganzen Sachen. Das da, das da, das da, das da, das da. Marmor ja eigentlich auch. Den haben wir auch dort. Okay. Das haben wir dort, das haben wir dort. So,
Das ist doch schon mal einiges. Allerlei 2. Könnte ich auch den Flaschenzug mal hinpacken. Motoren, die brauchen wir noch. Da haben wir Schmiermittel, sehr gut. Federn haben wir da nicht. Die könnte ich damit reinpacken. Old Parts haben wir auch woanders. Fundstücke. Da haben wir den Pferdekopf. Galoppierendes Pferd, das hatten wir doch schon irgendwo. Da haben wir ihn doch. Komisches Glasgefäß. Das meine ich, hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Komisches Glasgefäß Teil 1. Was haben wir hier Teil 2? Von 3 Teilen. Wasserbehälter. Da haben wir Teil 3, sehr gut. Können wir in der Dingsmaschine wieder herstellen. Wo habe ich jetzt den dritten Teil hingepackt? Da. Können wir das in unsere eigene Maschine machen? Wir haben da auch so eine Recyclingmaschine. Gegenstand recyceln. Ich weiß nur nicht, wie es funktioniert. Gut, dann müssen wir das im Dings-Center machen. Können wir aber heute nicht mehr, das müssen wir dann morgen machen. Und ich sage damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.